wenn ich jetzt bei jedem dämlichen Geschütz hier Jäger habe, ne? Prost Mahlzeit. Guten Abend, Icy. Verbinden Sie mich, dann übernehme ich die Kanone. Kann ich mit der Kanone nicht einfach die anderen in die Luft sprengen? Und das nennen die Sicherheit? Bitte. Moment, ich erledige das. Das UNSC verlor diesen Krieg vor Monaten. Dein Volk ist am Ende verstreut, gejagt, besiegt durch mich. Ich wünschte, ich könnte sagen, es war schwer. War es nicht. Wir sind einen Schritt voraus, immer. Der Ring ist schon unter unserer Kontrolle. Und das Auditorium auch bald. Die Vorbotin und die Verbannten eint dasselbe Ziel. Wir kämpfen gemeinsam und ehren den Willen Atriarchs. Doch ohne Herausforderung war ich müde, ziellos, allein. Aber nun stehst du da. Das ist mein letzter Kampf. Eine wahre Legende. Und sie wird uns beide überleben. Entfach ein Feuer in dir, Spartan. Zeig deine Zähne! Kämpfe stark! Stirb gut! Vielen Dank! Chief? Dieses Wort, Auditorium, was ist das? Ich hatte gehofft, Sie wüssten die Antwort darauf. Ich bin neu, schon vergessen? Okay, bin hier fertig. Nicht sie weg hier, bevor das Feuerwerk beginnt. Juhu! Die Verbannten rücken gerade massenhaft an. Die Zeit läuft schief. Wie lange noch? Eine Kanone weg. Bleiben noch zwei. Jetzt hätte es einfach auf mich runterfallen uns müssen und mich zerquetschen. Das wäre einfach der. Die Vorbotin und die Verbannten haben. Das wäre was Lustiges gewesen. Um den Ring zu erneuern. Wozu? Vielleicht wollen sie auch nach Hause. Keiner will nach Hause. Fahnenflucht. Ach, N war die Wechseltaste für Granaten. Danke, Icy, für die Bits. Vielen Dank. Sehr lieb von dir. Ungefähr, dass er noch hinkommt und mich teabaggt. Ich sehe dich.
Jan, ich verabschiede mich jetzt auch mal in den Lurk. Wollt heute mal früher schlafen. Viel Spaß euch noch. Ich wünsche dir auch eine wundervolle Nacht. Schlaf gut. Ich umgehe ihn, ihr nichts hier umgehen. Ich hab grad irgendwie innere Zen-Ruhe. Wo das herkommt? Gibt's noch mehr? Wie wär's mit einer Faust? Da muss ich nach dem Geschütz nochmal zurückgehen. Ein Traum, oder? Sie müssen den Schwerkraftlift unter der Flak aktivieren, Chief. Ich häng fest. Zum ersten Mal. Da ist auch noch ein Geschütz. Ach du verdammte Scheiße nochmal hier. Da ich so ein Schwächling bin, töte ich aber sehr viele von euch. Hier unterliege ich nicht.
kann doch nicht wahr sein, warum lässt er... Aufgabe. Warum drückt denn der Beschuss von dem Ding mich zurück? Das Ganze jetzt wieder anders. Versuch's damit. Weil ich an der Wand festhing. Um den Lift der Flak hochzufahren. Sein. Ich schieße doch genau oben auf den drauf. Dem ich jetzt geschützt war, bist du so stark. Geht doch. Tja, jetzt kann aber trotzdem jeder andere da reinkriechen. Juhu, du bist nicht ganz kaputt. Das kriegen wir jetzt aber noch hin.
keine Lust, dass, dass sich da gleich ein Gegner dran setzt. Ich bin der Nächste. Nein, erstmal holen wir uns unseren Punkt. So, das sollte es hier erstmal gewesen sein. Ist betriebsbereit. Und mit Betrieb meine ich... Na los. Juhu, keine Jäger. Dann mach die mal kaputt. Ich mach das. Die Verriegelung wird wahrscheinlich wieder ausgelöst. Aber keine Sorge, wir sind im Nu wieder draußen. Wie viele Spartans verbleiben? Weißt du das überhaupt? Auf der Station Laconia waren es wohl 50, vielleicht mehr. Welch ein Verlust. Spürst du ihn im Herzen? Reißt er ein Loch? Atriox war mein bester Rekrut. Er wusste, was Opfer sind und wann sie notwendig sind. Jeden Tag ehre ich sein Andenken. Wenn der Feind sich erhebt, treten wir ihm entgegen. Aus diesem Grund schuf ich Atriox Hand. Ich fand die besten, die grausamsten, die effizientesten Killer des Universums. Und lehrte sie, noch besser zu werden. Meine Spartanjäger kommen dich holen. Jetzt zeig, was du kannst. Spartanjäger? Im Ernst? Alle wollen sie umbringen. Ich bin fertig. Jetzt sind sie dran. Vor allem waren auch schon Jäger da. Jetzt kommen Spezialjäger wahrscheinlich. Laut Funksignatur ein Spartan, Theodor Sorrell. Wir fanden ihn bereits. Tot. Durchstellen. Spartan. Spartan. Ich weiß, dass du mich hörst. Stirbst du ehrenvoll? Wohl kaum. Du bist ein Mensch. Schwach. Erbärmlich! Ich breche deinen Panzer. Hol dich aus der Schale. Das wird nicht mein erstes Spartenblut. Die schicken einen Spartanjäger? Jeez, das ist verrückt. Völlig verrückt. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen weg. Noch nicht. Stellung halten. Wenn das schief geht, sind Sie schuld, Chief. Merken Sie sich das. Ach, da ist der Kern versteckt. Oh, ich stand genau neben dem.
es ist nicht so, dass ich fliehe. Ich gehe nur ein bisschen zurück. Wenn du während dem Einsatz des Greifhakens die Taste für Nahkampfangriff gedrückt hältst. Ach, das habe ich noch gar nicht so gemacht. Zeigt Gegner und ihre Gesundheit durchgehend an. Oh. Schutz 2 verbessern. Persönlicher Tarneffekt bei Schubdüsen. So, alles Imber, wenn du es komplett hochziehst. Vor allem habe ich 6 Kerne gesammelt. Ach, das ist das. Cool. Ja, das sollte meine Arbeit ein bisschen erleichtern. Also angeblich gibt es hier noch 2 weitere Spartenkerne und 4 Propagandatürme. Und 4 weitere Loks, die ich nicht finden werde, weil du musst so extrem suchen danach. Ich finde, das Areal ist dafür zu groß. Das dauert halt einfach nur ewig. Und Schusswaffe. Ja. Habe ich durch Zufall mal eins gefunden. Asherim zu töten ist der einzig gangbare Weg. Ein solches Machtvakuum würde die Verbannten destabilisieren und uns genug Luft verschaffen, um auszuhalten, bis Hilfe kommt. Ich brauche Freiwillige und an ihnen wird es nicht mangeln. Wir alle wollen Teil davon sein, aber wir können die Reverie nicht ungeschützt lassen. Deshalb machen wir das auf die altmodische Art. Nein, ist es nicht. Das ist der Plan. Einsatzteam aus 4 Spartans, tief in Verbandengebiet. Schnell, leise, zu Fuß. Nur so kann es klappen. Und wir alle wissen, was das heißt. Die Wahrscheinlichkeit, nicht zurückzukehren, ist hoch. Deshalb muss jemand hier bleiben. Zum Schutz. Für die Hoffnung. Muss ja mit dem Fahrstuhl hochfahren. Mich irritiert auch, dass die anderen beiden Kerne nicht zu sehen sind auf der Karte. Die noch fehlen. Ach, wundervoll. Eine mächtige Waffe, um alle zu richten.
Ich umlauf mal einfach alle. Hat gut nicht funktioniert. Das ist ein One-Hit-Killer im Multiplayer. Und hier muss ich dreimal auf jemanden draufhauen, bevor der stirbt. Mit dem Hammer. Fällt einem auch wieder nichts zu ein. Hilfe rufen hilft jetzt auch nicht. Hallo Fahrstuhl. Die Verbannten sind ewig. Obacht! Stehen unter Feuer! Ich brauche Unterstützung. Versuch's damit! Alles gut, alles nur Lügen. Der Kampf ist vorbei. Nächster Kampf. Da soll ich den Weg also nicht umgehen. Auf Distanz bist du schon überhaupt nicht mehr gefährlich. Obwohl, ne, die Hitzewelle-Waffe finde ich nicht so gut. So, hoch mit dir. Ich will noch den Geschützturm vernichten, bevor ich heute Feierabend mache. Entschuldigung. Ende. Die Vorboten hat ihre Türme gerufen. Blutsfähige Konstruktionen, von denen sie behauptet, dass sie
unser Überleben sichern. Ich fass es nicht. Da macht der einen Lackshot so voll auf den Kanister, während ich um die Ecke laufe. Oh. Ach, eine KI kann keinen Lackshot machen, ich weiß. Trotzdem. Ja, was soll ich machen? In der Granate sterben? Ja, schießen auf mich rum ein bisschen. Manchmal ist der Tod die bessere Wahl. Hallo, ich habe zwei Granaten auf dich geworfen, damit habe ich dich vorhin getötet. Will das Spiel mir gerade sagen, ich kann da niemanden rosten aus dem Ding? Also ich bin unbesiegbar. Warum hängt ihr hier oben rum? Alle, die vor mir, neues Rakete geworfen. Ich zeige euch, wie man kämpft. Ich zeige dir, wie man kämpft. Dafür wirst du mit. Keine Angst. Bin nur genervt vom Schwierigkeitsgrad zwischendurch. Aber ich wollte es ja so. Oh, deshalb geht das schon klar. Und die Abregelung. Ha. Kein Asheram? Ich bin beinahe enttäuscht. Beinahe. Alles klar. Und jetzt zurück zum Pelican. Das war's.
in Dauerschleife auf allen Frequenzen. Der erste Teil ist Atrioxes Hand. Und was dann? Einsetzen. Chief, wo sind Sie? Position halten. Wir sind auf dem Weg. Tut mir leid, Chief. Ich muss hier weg. Sein Signal ist weg. Da ist ein Teleporter. Ihn finden. Das wird nicht passieren. Was macht Sie so sicher? Weil Sie zuerst an mir vorbei müssen. Also ich denke mal, dass der Kern gemeint ist. Und auf der anderen Seite ist ja auch noch einer. Die holen wir noch und dann machen wir Feierabend für heute. Ist auch schon wieder spät. Aber ist der Sold für heute erfüllt. Ne, der gehört zur anderen Insel. Das werde ich sprungtechnisch wahrscheinlich nicht packen. Man könnte theoretisch mit einem Fahrzeug, also das in die Luft sprengen und losschicken und es so hinbekommen, über diesen Abgrund zu kommen. Hier manchmal Leichen einfach rumliegen. Da ist er. Düdüt. Achso, das ist der Anfangsbereich vom Fahrstuhl. Da habe ich die ja vorhin nicht gerettet, beziehungsweise ich bin ja dran vorbeigelaufen an der Seite. So, so. Ja. Dann ist hier hin und nicht weiter. Ich denke mal, wenn ich gleich ins Hauptmenü gehe, speichert er ja ungefähr bei der Stelle. Wie viel Kern hatte ich jetzt wieder? 4. Hey, ich hab was gefunden. Morgen machen wir nicht weiter. Morgen machen wir einen Sponsored-Stream von den Tactics-Shooter. Dann werden wir übermorgen wahrscheinlich mit Halo weitermachen. So ein bisschen Abwechslung. Also ich tendiere ja dazu, bei Spielen, die etwas kürzer sind, wie sie zum Beispiel Halo, ja eigentlich die Sachen relativ schnell fertig zu spielen. Sodass man nicht aus dem Spiel rauskommt. Vor allem ist ja jetzt nicht das Einfachste. Weil der meint bestimmt, dass der Kern dazugehört, weil sonst gibt es keine Spartan-Kerne mehr hier.
Das irritiert mich gerade mit dem Gebiet. Weil das ist, der Kern ist definitiv auf der anderen Seite. Und nicht, wenn du hier irgendwo an der Seite runterhüpfst. Wo bist du? Kann er gerade schlecht aufhören? Sind überall Feinde noch? Ach, da ist noch ein Turm. Bringst du noch ein paar Tapferkeitspunkte. Chopper? Bestimmt einer der Sparkenkiller. Und da ist schon der zweite. Nee. Da oben im Rack. Das machen wir jetzt aber nicht.